herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Mein Name ist Ben Ouattara und ich bin High-Performance- und Mindset-Coach für Selbstständige und Unternehmer, denen ich helfe, schneller und effektiver ihre beruflichen und finanziellen Ziele zu erreichen. Und zwar nicht, indem ich ihnen mehr Fachwissen gebe, denn den meisten fehlt es nicht an Fachwissen. Dieser Podcast ist für dich, wenn du nicht in die Umsetzung kommst oder zwar machst, aber schon lange auf demselben Level bist und du entweder zu perfektionistisch bist und dadurch wichtige Termine, Aufgaben und Projekte aufschiebst oder es fehlt dir an Struktur und Zeitmanagement. Du machst zwar, aber du bist nicht so produktiv, wie du eigentlich sein könntest und du lässt dich auch sehr ablenken von deinem Umfeld oder du hast emotionale Schwankungen, Höhen und Tiefen und wenn du dich motivierst, dann ist es nicht von Dauer. Und Business ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es ist nicht wichtig, was wir ab und zu machen, sondern was wir jeden Tag machen, kontinuierlich, routiniert. Und in diesem Podcast teile ich mit dir Tools, Strategien, die dir helfen werden, zu verstehen, wie du deine inneren Blockaden auflösen kannst. Und bitte versteh mich nicht falsch, Fachwissen ist sehr wichtig. Und von den Experten in deiner Branche zu lernen, ist notwendig. Aber wenn du dein Business auf das nächste Level bringen willst, da musst du dich erstmal selber mental, emotional, deine Strukturen, dein Umfeld, deine Routinen auf das nächste Level bringen. Und wenn du willst, dass ich dir direkt helfe, dann klick einfach auf den Link in den Shownotes und melde dich an für einen kostenlosen Powercall. Das ist ein Gespräch, was ich mit dir führen werde und ich werde mir deine Situation genau ansehen und mit dir eine Strategie ausarbeiten, wie du dein Business und deine Finanzen auf das nächste Level bringen kannst. Aber jetzt gehen wir erstmal in die heutige Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Hallo, mein Name ist Ben Ouattara und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei und zwar Uwe von Grafenstein. Und Uwe, ich habe sehr, sehr, sehr viele Fragen an dich. Uwe ist Unternehmer, Investor, Mentor, Ehemann, Papa und das erste Mal mit 16 selbstständig, eigene Firma mit 21 gegründet, Marktführer in Köln. Also da gibt es so viele Punkte, die ich gesehen habe, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und du warst einer der Top 15 Fernsehproduzenten in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, eigene TV-Show mit 27 Jahren auf RTL 2, Gewinner von Grime, Deutschen Fernsehpreis. Grime heißt er oder Grimme? Grimme? Der Grimme-Preis. Ja, oh, genau. Ich kenne den. Und bereit für neue Abenteuer. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, Uwe, was du derzeit machst, was du gemacht hast? Ich habe sehr, sehr viele Fragen auf verschiedenen Ebenen, weil du bist nicht nur Unternehmer, sondern auch Investor und natürlich auch Mentor. Und deswegen gibt es da sehr, sehr viele Ebenen, wo ich reinkommen möchte. Aber erstmal herzlich willkommen hier und introduce dich mal bitte ganz kurz. Also vielen lieben Dank für das Intro. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Das war ja der Rundumschlag. Ich danke dir erstmal für die Einladung. Schön, in deinem Podcast zu sein. Du warst ja auch bei mir, also von daher freue ich mich, dass wir hier so ein bisschen Ping-Pong machen können. Yeah. Ich sag tatsächlich so, ja, mit 16 war ich erstmal selbstständig. Da habe ich das machen dürfen, was ich gerne mache, nämlich ich komme von der Zauberkunst. Ich habe meine Karriere als Zauberkünstler gestartet und habe das erstmal gemerkt, was da passiert, wenn du Geld für etwas bekommst, was du gerne machst und Leute auch noch happy darüber sind. So Win-Win, das war irgendwie so ein Augenöffner. Damit habe ich mit 21 tatsächlich folgerichtig eine Zauberschule in Köln gegründet, die danach auch eine Schauspielschule wurde. Habe das 5 Jahre gemacht, das lief sehr erfolgreich. Dann habe ich mit 26 eine Fernsehproduktionsfirma gegründet, die SEO Entertainment. Haben da mit Joko und Klaas viel machen dürfen. Damals mit Sido. Sido geht wählen war eine unserer ersten Produktionen, wo Sido die Bundestagswahl erklärt hat. Haben dann wirklich tatsächlich 10 Jahre später die wichtigen Preise alle gewinnen dürfen. Durften dann für Netflix die größte Gameshow der Welt mit Sylvester Stallone produzieren. Ultimate Beastmaster. So, das war echt crazy, so den deutschen Part davon. Und dann war für mich da auch eigentlich viel erreicht in der Branche oder vielleicht sogar fast alles, was ich da so erreichen wollte. Dann habe ich die Firma verkauft 2017. Bin für ein Jahr nach Los Angeles mit meiner Familie, habe da am Strand gelebt und habe überlegt, was willst du so machen? Bin zurückgekommen, habe einen Podcast gestartet, weil ich eigentlich nichts zu tun hatte. Und meine Frau gesagt hat, du nervst mich, mach irgendwas, du tust irgendwas. Da musste ich meine Energien kanalisieren, habe das dann auch gemacht.
habe das irgendwie vor ziemlich genau einem Jahr gestartet, mich verliebt in das Audio-Medium, musste ja als Fernsehproduzent, war ja einfach für mich, ich musste ja nur die Videospur wegschneiden. Hm. Also das war easy. Habe dann meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, den Bernhard Karlhammer, der Kinoheld gegründet hat und verkauft hat an CTS Eventim. Und dann ist mir ein sehr besonderer Unternehmer über den Weg gelaufen, der Sascha Handoyo, der halb Indonesier und halb Deutscher ist, also Bali meets Bavaria. Und der hat von seinem Papa ein Kaffee-Imperium übergeben bekommen. Und das bauen wir mit ihm jetzt aus, sind auch in die Firma eingestiegen. My Bali Coffee. Und jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gerade, weil du gefragt hast, was mache ich jetzt? Jetzt gerade habe ich ein haptisches Produkt. Ein echtes, was ich liebe. Ich bin Kaffee-Freak, so mit Barista-Schulungen und Siebträger und wirklich so ein bisschen crazy, gebe ich auch gerne zu. Und ja, jetzt, wir bringen gerade Kaffee nach Deutschland, balinesischen Kaffee. Und parallel haben wir ein paar Beratungsmandate, weil wir einfach mit der Firma, die ich mit Bernhard zusammen habe, wir haben halt beide jeweils eine eigene Firma, also zum Teil auch mehrere, haben wir mal ohne Geld von außen, also wirklich gebootstrapped, gegründet, skaliert, groß gemacht, waren damit relativ große Player am Markt oder eben auch Marktführer und haben die dann auch verkauft und haben viele Steps in diesem unternehmerischen Leben, so in diesem Lifecycle, den du als Unternehmer so durchmachst, die haben wir selber durchgemacht. Und jetzt unterstützen wir ein paar ausgewählte Partner und Kunden, die auch noch ein bisschen erfolgreicher werden wollen, als sie das sowieso schon waren. Genau, und das ist so das, wo wir uns befinden, was wir so tun. Okay, ich habe einige Fragen an dich. Ja, hau raus. Als allererstes, wenn man so etwas hört, ich erkenne ja direkt mehrere Muster, weil es ist ja so, als ob du mehrere Leben gelebt hast und im Vergleich zu vielen anderen gibt es so mehrere Abschnitte, die für andere so ein Riesenabschnitt sind, die meisten Leute teilweise gar nicht wirklich gehen. Mhm. So, ne, und wenn du sagst, selbstständig mit Zauberschule, dann in Film und TV, dann jetzt in Kaffee, in Business, in so viele verschiedene Bereiche. Und ich liebe so etwas, weil dann kann man nicht sagen, ja, du bist einfach ein Multitalent oder du hast einfach Glück gehabt, weil sehr oft ist es so, dass wenn jemand in einem Bereich erfolgreich ist, ja, das ist dann einfach, es liegt dir einfach oder, ne, aber es gibt ja bestimmte Prinzipien, die dahinter sind. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt auch noch als Investor unterwegs bist, ist es ja wichtig auch für dich, dass du siehst, okay, so, ne, wie kann ich etwas einschätzen? Wie kann ich sehen, dass etwas Potenzial hat? Vor allem die Person, die dahinter ist. Und für mich ist es wichtig mal, weil du hast ja die Erfahrung gehabt in verschiedenen Bereichen und bist in den Bereichen sehr erfolgreich gewesen. Und bist es ja immer noch. Das heißt, dass es ja ein Muster gibt. Es gibt ja Prinzipien, die dahinter liegen, die du verstanden hast. Ich weiß nicht, wo du sie gelernt hast, wie das für dich angefangen hat, ne? Weil, was ich schon rausgehört habe, dass du einfach experimentiert hast und angefangen hast mit etwas, was deine Leidenschaft war. Und was war für dich, was waren so die wichtigsten Learnings auf dem Weg? Ich werde da noch wirklich noch tiefer gehen in so andere Bereiche. Aber erstmal für dich, was war dieser Antrieb, wo man dann sagen, wo Leute dann fragen würden, das Erfolgsgeheimnis. Aber so, was denkst du, waren die wichtigsten Prinzipien, die dir geholfen haben, in den verschiedenen Bereichen erfolgreich zu sein und die dir immer noch helfen, erfolgreich zu sein und zu wachsen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was mir sehr geholfen hat, und da bin ich sehr überzeugt von, ist, dass ich meine Karriere mit 8 Jahren als Knirps auf der Bühne als Zauberkünstler begonnen habe. Weil ich war also so Scheidungskind, nicht jetzt so nicht der aller selbstbewussteste, möchte ich mal sagen. Nicht der aller darstellendste, sondern so nicht so ganz präsent. Und dann habe ich die Zauberei kennengelernt und hatte endlich ein Schutzschild. Weil ich konnte weil irgendwas schlummerte in mir, das habe ich wohl von meinem Papa, der auch recht gut vor Menschen war oder ist. Und aber mir fehlte ein Schutzschild, weißt du? Ich alleine vor Menschen war sehr nackig, so. Aber wenn ich einen Zaubertrick hatte, und zwar wirklich in meiner Hand, so wirklich ein Tuch in meine Hand stecken konnte, was dann irgendwie verschwindet, dann hatte ich ein Schutzschild, nämlich ein Tuch vor mir, zwischen mir und dem Publikum. Und das hat mir eine extreme Sicherheit gegeben. Und ich konnte mich auf der Bühne ausprobieren und habe jeden Tag gezaubert. Habe sofort entweder gar kein Feedback bekommen oder schlechtes Feedback oder sehr gutes und habe sofort getestet, funktioniert, funktioniert nicht. Gut angekommen, schlecht angekommen. Die haben gelacht, die haben nicht gelacht. Die haben gebuht, die haben applaudiert. So. Und das ist dieses Ding. Und deswegen mag ich auch das, deswegen mag ich deine Einstellung so gerne mit dem einfach machen. Ich habe es, glaube ich, einfach immer gemacht. Ne? Ich habe einfach so ein bisschen immer dieses, ja, ich will nicht schon wieder die 80-20-Regel bemühen, aber ich habe halt immer so, wenn es gut genug war, habe ich es einfach gemacht. Und habe aber immer erstmal sofort auf die Fresse bekommen oder war auch bereit, die Kritik einzustellen, also einzustecken und sofort zu adaptieren. Und das ist das Key Learning, ich habe gelernt, mich, Produkte, Ideen, Gedanken vor anderen Menschen zu präsentieren. Und das ist was
zu wenige Leute richtig gut können, glaube ich. Weil du weißt es selber, egal ob du dich jetzt irgendwie pitcht bei einem Bewerbungsgespräch, bei einem Date, wenn du ein Produkt hast, wenn du Leute dafür, deinen Sohn dafür begeistern möchtest, dass er sich jetzt jeden Tag die Zähne putzt. Da fängt das Verkaufen schon an. Also ich bin jetzt irgendwie kein Verkaufsguru oder auch kein Verkaufstrainer, aber mir geht es um Präsentation, um Pitchen. Und das lernst du halt auf der Bühne als Zauberer extrem. Und ich glaube, alles, was ich danach gemacht habe, war Pitchen. Egal, ob ich als Fernsehproduzent eine Show, keine Ahnung, mit Joko und Klaas bei ProSieben pitche oder ob ich jetzt, keine Ahnung, probiere, einen Edeka-Laden an unser Handelsnetzwerk anzuschließen. Am Ende des Tages ist es immer Pitchen, ne? Oder eben Zähneputzen an meinen Sohn pitchen. Aber es geht immer darum, zu gucken, wie wirkst du auf andere und wie wirst du auf andere. So, und das hat halt viele Layer, ne? Also viele Ebenen, sprachlich, auftrittstechnisch, Mindset, Selbstbewusstsein. Und das ist das, was ich mitgenommen habe. Und dann komme ich halt aus einer Familie, wo jetzt nicht ganz so viel Geld war, so originally. Da war jetzt weder Vitamin B, noch war da groß irgendwie Geld. Da hat so eine Zeit lang auch so das Sozialamt mitgeholfen. Und da habe ich mir mal so, also jetzt nicht geschworen, aber ich habe mir mal gesagt, ich möchte dann später anders leben. Meine Mama hat fantastisch für uns gesorgt, hat das super gemacht. Aber ich wollte halt selbstständig sein, frei sein. Also, weißt du, Bewegungsspielraum haben. Und da wusste ich, wenn ich mir den selber nicht hole oder erarbeite, dann kriege ich den nicht. Also der kommt halt dann nicht. Und alles, was halt sozusagen als Hilfe kommt, damals war es sau wichtig so und war extrem wichtig, dass wir so eine Hilfe hatten. Aber so eine Hilfe macht dich natürlich auch weniger frei, weil mit so einer Hilfe kommen natürlich auch immer Obligations und Verpflichtungen und was auch immer. Und da habe ich mir gesagt, dass ich das nicht möchte. Und ich glaube, wenn du mich nach meinem Antrieb fragst, das war definitiv einer der Antriebe. Wow. Das sind so viele Punkte wieder. Es ist so interessant, weil allein schon dieses mit der Zauberei ist so eine Metapher für mich, die so stark ist. Aber es ist ja einmal dieses, du kannst dich verwandeln in wen auch immer du willst. Dadurch und manchmal, wenn du am Ende besiegt es für andere Leute so aus, als hättest du es einfach so mit einem Zaubertrick hingekriegt. So, ne? Aber das ist ja eigentlich nur in der Zauberei, weil die ja nicht wissen, wie der Trick ist und es einen Bereich gibt, der versteckt ist. Ne? Und bei vielen weil sie nicht sehen, wie lange ich dafür trainieren musste, damit der verdammte Trick funktioniert. Und das ist auch wieder, das ist halt genau, wie du auch sagst, so, man sieht immer nur das Endergebnis, weil auch meine Story, wenn ich die schnell so pitche, ne, mit 16 selbstständig, blablabla. Ja. Also nur, weil ich die ganzen Fails auslasse, weil so lange ist der Podcast nicht. Oder wir müssen iTunes halt vollmüllen mit Audio-Content über meine Fails, weil da waren so verdammt viele Fails und so richtig blöde auch. So richtig, wo ich dämlich war, manchmal hat der Markt irgendwie blöd reagiert. Mann, also jede Art von Fails war dabei. Also, ne, bis hin zur Wirtschaftskrise, die uns irgendwie blöd von der Seite weggeknallt hat. Meine Fehler, davon kann ich dir jahrelang erzählen. Deswegen, es hört sich jetzt immer so cool an. Und natürlich, ich kriege dieses Ding dauernd von wegen, ja, der hat halt immer Glück oder der ist immer das richtige Zeitpunkt im richtigen Ort. Ich sage halt immer, ich klopfe halt an so verdammt viele Türen. Ich gehe durch die meisten auch durch, auch wenn dahinter irgendwie blöde Sachen liegen. Aber unter 20 Türen ist dann wahrscheinlich auch ein oder zwei, wo halt ein paradiesisches Gefilde dahinter liegt. Ja, und das, was ich so stark mitgenommen habe, ist wirklich dieses Pitchen. Und guck mal, das Ding ist so, die meisten Leute haben ja Angst vor Ablehnung. Und sie sagen, sie denken, Perfektionismus ist perfekt vorbereitet sein, bis ich pitchen kann. Aber das, was so interessant ist, dass du gesagt hast, die Fähigkeit zu pitchen, ne, geht ja nur, indem du so oft präsentierst und auch teilweise falsch und das Feedback nimmst. Das heißt, Perfektionismus ist ja ein Prozess des Machens. Ja. So, ne? Und die meisten Leute wollen das ja nicht, deswegen sind sie nicht gut da drin und deswegen machen sie es nicht. Und das ist ja wieder dann so ein Zyklus. Und das ist dann wirklich auch, wo ich dann denke, dass, wenn du sagst, du hast so früh damit angefangen, dass du dann wahrscheinlich noch gar nicht in dieser Bewertung davon so stark drin warst. Ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel 20 bist oder 30 bist und dann zum ersten Mal wirklich vor Leute stehst und etwas präsentierst, dann ist ja wieder so ein ganz anderes Selbstbild, ne? Was man dann hat. Ja, das ist so wie wenn, keine Ahnung, mein Sohn packt es regelmäßig, weil er halt so ein kleiner Pseudo-Stuntfahrer ist auf dem Fahrrad, den packt es halt regelmäßig auf den Kies so, ne? Aber der steht halt jedes Mal wieder auf, zurück aufs Bike und Vollgas. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Ich habe zwar noch nicht drüber nachgedacht, aber das wird so sein. Es wird was auch mit dem Alter zu tun gehabt haben, weil mit 8, ja, klar, also, ne, die sind ja eh, du hast ja auch noch so ein bisschen so einen Welpenschutz, wenn du auf der Bühne stehst, ne? Und dann, und natürlich irgendwie, das ist ja dann auch noch ein bisschen süß, wenn du was verkackst. Also natürlich, das hat natürlich geholfen. Ja. Aber natürlich spürst du schon, wenn was nicht gut ankommt. Also die Learnings hatte ich, aber du hast recht, ich hatte wahrscheinlich durch mein junges Alter auch ein Fallnetz. Und was ich auch sehr stark finde, ist, dass
Viele Leute haben ja diesen limitierenden Glaubenssatz, ja, weil damals meine Eltern oder weil wir halt nicht so viel hatten, deswegen bin ich jetzt hier. Und das ist halt wieder dieses Ding, welche Story suchst du dir aus? Du kannst sagen, weil wir nichts hatten, will ich es verändern. Oder weil wir nichts hatten, habe ich jetzt auch nichts, weil meine Eltern haben mir nicht beigebracht, wie meine Eltern waren keine Unternehmer. Das ist auch wieder so eine Sache. Ne? Wie hast du für dich das entdeckt? War das durch dein Umfeld oder hast du das aus Eigenantrieb, sowas, was jetzt Entrepreneurship angeht und Business? Weil das ist ja wirklich eine klare Linie bei dir. Wie hast du das ausgebaut? Weil es natürlich auch eine Zeit, jetzt heutzutage denke ich so, ja, es ist sehr oft auf Social Media hier, Hustle, Entrepreneurship und es ist jetzt cool geworden, ja, aber das war ja nicht immer so. Ne? Wie ist das für dich, wie ist das in dein Leben getreten? Was war da der Einfluss? Ich bin ja 38, ich bin ja schon Entrepreneur-Opa, kann man sagen. Gell? Wenn ich so auf dem Founders Summit rumlaufe, dann denke ich mir, meine Fresse, so, man reiche mir meinen Gehstock. meine Mama ist Finanzbeamtin, mein Papa war Berufssoldat und ist später dann in die Wirtschaft gegangen. Also die Prägung war jetzt nicht unbedingt da. Ich habe jetzt auch nicht bei uns im Umfeld familiär, gibt es jetzt nicht diesen einen Onkel, der diesen einen Betrieb hat, der irgendwie, keine Ahnung, das gibt es bei uns auch nicht. Von daher bin ich da eigentlich, ich habe Zivi gemacht, ich komme aus Kassel, habe dann Zivi in Köln gemacht, in einem Altenheim. Und danach stand zur Debatte, studieren, Ausbildung, arbeiten, was auch immer. Und ich habe tatsächlich direkt irgendwie überlegt, nee, ich mache mich selbstständig. Ich habe die Zauberschule gegründet, weil ich dachte, das kann ich. Leute mögen das. Köln hat ein Rieseneinzugsgebiet. Und so viele Leute haben immer wieder gefragt, ja, mit dem Zaubern, das ist cool, aber wir würden es auch gerne lernen. Und dann habe ich auf blöd eine Räumlichkeit angemietet, habe mich in Köln auf den Ring gestellt. Da ist ein großes Kino, wo damals die Harry Potter-Premieren liefen. Und in dem Jahr kam Harry Potter, der erste Film, raus. Und wir haben geflyert. Und die Zauberschule war, wir haben, ich glaube, eine Woche geflyert und die war für ein halbes Jahr ausgebucht. Und das war der Shit. Und dann ein halbes Jahr später kam das neue Buch, ein halbes Jahr später der neue Film, ein halbes Jahr später das neue Buch, ein halbes Jahr später der neue Film. 5 Jahre war diese Zauberschule ausgebucht. Dann kam es irgendwie dazu, dass wir Schauspielkurse mit angeboten haben, weil ein Zauberer halt ein Schauspieler ist, der einen Zauberer spielt. Und dann kamen die Papas und haben gesagt, ja, können Sie auch so Kartentricks machen? Haben wir Papakurse gemacht mit Kartentricks. Dann kamen die Mamas und haben gesagt, ja, können Sie auch jonglieren und können Sie diese Luftballontiere knoten? Dann habe ich gesagt, klar, Mann, ich bin Zauberer. Dann haben wir für die Mama solche Kurse angeboten. Und dann war das voll. Und dann habe ich Blut geleckt. Dann wusste ich, das hat jetzt einmal funktioniert. Also als 16-Jähriger hat es schon als selbstständiger Zauberer funktioniert. Da konnte ich natürlich coolere Sachen von leisten. Ich konnte mir mein Auto damit finanzieren, als ich dann einen Führerschein gemacht habe. Ich konnte meine damalige Freundin schön ausführen. Es war natürlich alles sehr bequem. Und ich war halt frei. Ich war frei. Ich hatte plötzlich Geld, über das ich frei verfügen könnte. Das war mein Ding. Das war, ich dachte mir so, boah, krass, ich muss niemanden fragen. Ich habe es selber verdient. Wie geil ist das? Und da habe ich gemerkt, das funktioniert zum ersten Mal. Dann mit der Zauberschule als, sage ich mal, Firma oder erste richtige kleine Firma. Da habe ich gemerkt, wow, es funktioniert auch in einem richtigen Konstrukt. Und auch mit anderen Leuten und nicht nur ich alleine, sondern meine ganzen Freunde mussten damals Zauberlehrer werden, weil wir viel zu viel Andrang hatten. Ich konnte das alleine gar nicht machen. Das war crazy. Und dann habe ich gemerkt, okay, so funktioniert es jetzt plötzlich auch. Ja, dann war ich drin. Dann wurde ich nochmal weggeworben nach dieser Zeit und habe nochmal, knapp nicht ganz anderthalb Jahre, 14 Monate für zwei Firmen gearbeitet und habe gemerkt, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Ich bin nicht für das Festangestelltsein gemacht und weil... Bei mir ist so dieser eine Gedanke immer, ich kann halt nicht fragen, ob ich Urlaub nehmen darf. Das packe ich nicht. Ich packe das nicht. Ich kann nicht darum, weißt du, jemanden fragen, ob ich Urlaub nehmen darf. Das ist für mich so ein absurder Gedanke. Ich weiß aber auch den Preis dafür zu zahlen, diesen dummen Spruch so als Selbstständiger. Arbeitest du lieber 80 Stunden die Woche für dich als 40 für den Chef? So, das stimmt leider auch. Wobei Angestellte auch brutale Überstunden machen müssen. Also nichts dagegen. Aber ich war dann echt irgendwie... Ich habe gesagt, lieber arbeite ich nachts irgendwie durch, dafür kann ich Urlaub machen, wenn ich will. Habe auch einen anderen Gestaltungsspielraum, ne? Also mit der Zauberschule, das war ja noch Übung. Aber mit der Fernsehproduktion, wir haben so viele Mitarbeiter gehabt. Wir haben dann richtig, weißt du, das war dann plötzlich so eine echte Firma. Die habe ich mit 26 gegründet, mit meinem Geschäftspartner Adi. Und das war ein Riesending. Ich meine, wir haben dann Standorte gehabt, irgendwie in ein Studio in Berlin, in Gelsenkirchen ein Team, in München unser Head Office, ein Team, was in Kanada gedreht hat. Wir hatten irgendwie, keine Ahnung, zu Hochzeiten hatten wir 180 Leute frei, selbstständig, die irgendwo in der Weltgeschichte waren und gedreht haben. Und wir waren halt so richtig Arbeitgeber. Und das war irgendwie auch geil. Weißt du, so dieses Verantwortungsgefühl. Wir haben immer gesagt, wir waren erst dann eine richtige Firma, als wir die erste Mama hatten,
als Mitarbeiterin, die in Mutterschaftsurlaub gegangen ist und dann zurückgekommen ist. Da haben wir uns wie eine erwachsene Firma gefühlt. Wow. Also ich höre auch raus, dass du ja sehr viel bei Learning by Doing. Na, du hast etwas angefangen und dann hast du durch das Feedback, wie du es ja am Anfang gesagt hast, so gelernt, dann gesehen, okay, was ist die Nachfrage, dadurch das Nächste kreiert. Und das ist ja dann wieder dieses Perfektionieren, ne? Nicht den kompletten Weg im Kopf haben, bevor man startet, sondern starten und der Weg entsteht ja. Und dadurch lernst du. Und ich höre auch raus, dass du ja dann auch in sehr viele andere Identitäten dann auch reingegangen bist. Ne? Dass du als am Anfang das alleine gemacht hast, dann hast du mit deinen Freunden das aufgebaut, ne? Dann natürlich auch wirklich diese Team, diese Verantwortung, dieses, ne, dass man sagt, okay, was ist jetzt, was mich hier sehr, sehr interessiert, ist dieser Punkt jetzt Liebe für das, was man tut oder Leidenschaft. Ne? Weil du hast ja einmal dieses, okay, weg von dem, was man nicht will. Ne, diese Einengung, diese Zeit, dieses für jemand anderes Arbeiten, Limitierung zu dem, was ich verdienen kann. Aber natürlich auch so am Anfang, du hast angefangen mit etwas, was deine Leidenschaft war, was du auch gut konntest. So, und wie wichtig ist das, vor allem am Anfang, weil man hat ja nicht jemand, weil jetzt können Leute natürlich sagen, du hattest Glück, das Erste, was du gemacht hast, hat direkt funktioniert. So, ne, und gleich auf die Fails, mich auf jeden Fall auch nochmal so kurz drauf eingehen. Aber so, wie wichtig ist für dich das auch heute noch, dass man eine Leidenschaft hat für das, was man tut, um überhaupt gut zu werden, überhaupt lange auszuhalten? Und ich meine, du bist ja auch Investor und guckst dir auch an, was andere, da wird es ja wahrscheinlich auch drüber übertragen, aber bei dir erstmal diese Leidenschaft oder diese Liebe, was man dann sagt, love what you do. Ja. Also ich habe lustigerweise heute drüber nachgedacht, vollkommen losgelöst von diesem Podcast. Ich habe gar kein Why. Also weißt du, ich habe mich nie hingesetzt und überlegt, was war mein Why? So weißt du, so dieses so, ich habe diesen Prozess nicht gemacht, vielleicht aber auch, weil ich es irgendwie in mir hatte. Meine Leidenschaft oder ich bin immer dann sehr gut in egal, was ich gemacht habe, egal welche Identität das sozusagen beruflich war, ich liebe Geschichten erzählen und ich liebe Menschen unterhalten. Das ist mein Ding. Als Zauberer habe ich halt kleine Wunder erzählt oder kleine Dinge, die halt im Alltag eigentlich gar nicht passieren können, sind halt dann irgendwie doch passiert. Ne? Das war eine Geschichte. Als Fernsehproduzent genau das Gleiche. Ich habe Geschichten erzählt, ich habe Stories erzählt, ich habe Leute unterhalten und im besten Fall ihnen dabei noch was mitgegeben. So, wir durften viel mit der Bundeszentrale für politische Bildung machen, haben auf ProSieben Entertainment-Formate gemacht. Sido geht wählen. Die Intention war aber, den Leuten zu erzählen, warum es so wichtig ist, wählen zu gehen. Aber es war hochunterhaltsam. Du hast es mit Sido, der größte Gangster-Rapper Deutschland, trifft halt irgendwie auf Frank-Walter Steinmeier, den Kanzlerkandidaten. Ne? Und das war halt, das war mega. Sowas habe ich halt geliebt. Und das ist, glaube ich, das, was mich irgendwie kickt. Wenn ich Leute so ein bisschen anstupsen kann, ihnen eine gute Geschichte erzählen kann, durch die sie vielleicht einen neuen Gedanken haben oder aber was gelernt haben. Und das jetzt zum Beispiel übertragen auf Cafés, also wir haben heute überlegt, was ich, glaube ich, da bin. Ich glaube, ich bin jetzt der CMO, der Chief Marketing Officer. Bei mir liegt so wirklich die Branddirektion, das Geschichten erzählen, das Content Marketing, weil Kaffee ist Kaffee. Kaffee zu branden ist nicht so leicht, kann ich sagen, weil Kaffee ist Kaffee. Jeder kennt es, ist eine braune Bohne, tust du in die Kaffeemaschine und am Ende kommt Kaffee raus. Natürlich schmeckt unsere am allerleckersten, das ist ja gar keine Frage. Ja. Aber das Ding ist halt, du musst eine Identität schaffen, du musst eine Geschichte erzählen. Und das ist das auch, was mich halt jetzt wieder kickt, wo ich sage, so eine Geschichte über Kaffee, über Menschen, die auf Bali leben, die ein besseres Leben haben wollen, über Genuss, der nach Deutschland kommt, über Schleichkatzen, die wir befreien können, für Katzenkaffee, für diesen Luwak. Also wir machen, also weißt du, für so eine Familienhistorie, die so gewachsen ist in Bali, aber jetzt nach München ausgewandert, also weißt du, weil so ein halb Balinese, halb Münchner, das ist so geil, das ist so Clash of Cultures, das ist Storytelling. Und im besten Fall, weil Leute irgendwie mehr Genuss in ihr Leben wollen, weil sie sich vielleicht für Umweltschutz interessieren, weil sie verantwortlich sein wollen für Konsum. So. Und das kannst du halt jetzt auf Kaffee übertragen. Und das sind so Sachen, die mich einfach begeistern. Und dann, und weil du gesagt hast, das Thema, wie bewerte ich das oder wie bewerte ich Unternehmen? Ich bewerte immer nur die Menschen und immer nur die Geschichten, die erzählen. Also wir haben 1200 Bewerbungen gehabt, während ich Fernsehproduzent war. Und ich habe da irgendwie 1200 von diesen Lettern gelesen. Ich habe die nie gelesen. Ich habe nie in so ein Zeugnis reingeguckt. Das war mir vollkommen wurscht. Ich habe halt nur geguckt, was schreiben die? Haben die vielleicht einen coolen Break in ihrem CV? Also irgendwas, was interessant ist? Und dann habe ich die sofort eingeladen. Und wir haben mit denen geredet. Und das war, wir haben nie daneben gegriffen. Klar hatten wir auch mal Mitarbeiter, die waren nicht ganz so krass wie andere. Aber wir hatten jetzt keine Fails, wo wir gesagt haben, boah, warum haben wir den eingestellt? Sondern wir hatten echt coole Leute, die uns einfach erzählt haben, was ihnen wichtig ist. So. Wir hatten auch keine standardisierten HR-Prozesse, weißt du? Wir haben halt einfach so mit Menschen geredet. Und ich glaube, das hilft halt extrem. Und irgendwie, was mich antreibt, ich habe Bock auf Menschen
und ich habe Bock darauf, die anzutippen. Hm. So, während du das so erklärt hast, auch dieser Prozess, wie man Menschen auswählt, mit denen man eine Beziehung aufbauen will, am Ende des Tages ist es ja nichts anderes. Ne? Man hat oft nicht so, ja, angestellt und so, aber am Ende ist es eine Beziehung, ist ein Weg, den man gemeinsam geht oder wie man für sich selbst Entscheidungen trifft. Ich habe irgendwie das Gefühl sehr oft, wenn man sich auch Kinder anguckt, dass es eigentlich intuitiv in uns ist und man eigentlich konditioniert wird, in andere Formate zu denken und dann irgendwie nicht mehr den Zugang hat zu dem, was eigentlich ist, ist so selbstverständlich eigentlich, wenn man mir das so sagt. Aber dann denkt man, warum macht das nicht jeder? So, ne? Und das ist wieder dieses zurück zur Intuition gehen und halt auch diese ganzen Sachen, die in unserem Kopf abgehen. Ich möchte auf jeden Fall auch auf einen Punkt eingehen, weil das klingt ja, wie du am Anfang gesagt hast, ne? wie so eine Art so roter Faden, der sich einfach so durchzieht. Aber wo waren die Breaks? So, na, vor allem ganz am Anfang, weil sehr viele Leute sagen, und das, was du gerade auch gesagt hast mit Pitchen, na, das kommt auch wieder auf denselben Punkt, Geschichten erzählen, ist ja dann Pitchen, Kommunikation. Ja. Das ist auch, ich sehe das übrigens, ich connecte so stark damit, weil das ist genau dasselbe, was ich bei mir auch sehe. Na, ich mache ja auch Gedichte, Musik und das ist alles eine Form der Kommunikation. Und ich habe gemerkt, dass irgendwie alles, was ich mein Leben lang gemacht habe, ist immer irgendwie kommunizieren, Geschichten erzählen. Und ob das dasselbe Konzept ist, was jemand schon 20 Mal gehört hat, über limitierende Glaubenssätze, ich muss das auf so eine Art und Weise erklären, dass diese Person sagt, ey, ich muss jetzt irgendwas ändern. Sondern das ist ja nichts anderes, nur wie du sagst mit dem Kaffee. So, aber ja. Das Ding ist ja, das ist auch wieder Trial and Error. Du probierst, nutzt die Metapher, versuchst die Geschichte und dann irgendwann merkst du, was funktioniert. Aber die meisten Leute haben ja diese Angst vor Ablehnung, diese Angst, dass es nicht funktioniert, dieses auch allgemein, sich selbstständig zu machen, zu sagen, weißt du was, so, ich höre jetzt auf mit der Zauberei und gehe jetzt in diesen Bereich rein, oder? Diese Sorgen, die man sich macht, Ängste, die man sich manchmal, sondern diese Hirngespinste. Die Wie war das Leute bei dir? Die andere Leute sich aber auch machen, für dich sozusagen, die aber auch ihre eigenen limitierenden Glaubenssätze sind, die sie aber gerne auf dich projizieren wollen. Auch das, Story of my life, ne? Genau, wie war das bei dir? Weil das ist auch nämlich der Punkt, wo du mir gerade gesagt hast, du hattest dann, das, wo du 2 Jahre in so einem Unternehmen gearbeitet hast, war das irgendwie so, dass es so Druck von außen war oder war das etwas, wo du gedacht hast, da fehlt mir doch noch ein bisschen Erfahrung oder was war der Werdegang und wo waren wirklich die größten Schwierigkeiten für dich? Die größten, meinst du jetzt meine wirklichen Fails? Also was einfach richtig blöd gelaufen ist oder was? Beides. Also einmal, was überhaupt keine Limitierung war, sondern nur bei dir vielleicht eine Angst, so, weil du noch nicht diese Erfahrung hattest, weil das ist das, wo die meisten Leute, die starten ja gar nicht erst, obwohl die super Ideen haben und sehr viel Potenzial haben. So, und dann manchmal hat man noch Ängste, die berechtigt sind, weil dann kommt man zu den Fails, so, ne, das ist dann der zweite Step. Aber was waren dann vielleicht so in diesen 2 Phasen? Einmal Sachen, die nur in deinem Kopf waren und die dich vielleicht aufgehalten haben, vielleicht hattest du keine, aber und dann wirklich Sachen, die dann wirklich schiefgegangen sind. Nee, ich habe da einige von. Also natürlich, dadurch, dass tatsächlich das Monetäre mal Mangelware war in meinem Leben, ist es ein Mangel, den ich auch, der ist ein bisschen eingepflanzt. Weißt du, was ich meine? Also das kriegst du auch nicht mehr ganz weg. Das ist natürlich auch ein Antrieb, auch da wieder. Kannst du es nutzen als Angstfaktor und als Limitierung oder als Antrieb? Ich nehme es als Antrieb bis heute. Auch wenn alles schon bisher monetär ganz gut funktioniert hat, trotzdem ist das nicht ganz wegzukriegen. Fand ich aber trotzdem interessant und finde ich auch weiterhin interessant, dass es mich weiterhin antreibt, weil ja, also es ist gut, wegen irgendwas musst du ja irgendwie angetrieben werden. Und es ist eine gute Mischung aus, ich habe eine Vision und ich will Geschichten erzählen, ich weiß, wofür ich meine Leidenschaft habe, aber auch, wodurch ich getrieben bin. Ne? Ja. Das irgendwie musst du nur überlegen, wie kriegst du das zusammen? Und ich kriege das häufig zusammen. Ich habe aber auch schon Punkte gehabt in meinem Leben, wo ich es nicht mehr zusammenbekommen habe. Dann habe ich halt eine neue Karriere begonnen. Das Thema Zaubern war für mich halt irgendwann auserzählt. Weißt du, ich hatte dann, du hast vorhin schon gesagt, ich hatte mit 27 meine eigene Fernsehshow auf RTL 2. Das war mein höchstes Ziel, ich wollte die Zauberei ins Fernsehen bringen. Das habe ich geschafft. Und dann sind solche Themen auserzählt. Und das ist was, wo ich bis heute nicht weiß, limitierend, weiß ich nicht, ob manchmal denke ich mir so, ich habe manchmal so schwäbische, deutsche Gedanken und denke mir so, vielleicht solltest du einfach mal so 40 Jahre ein Ding machen, damit es riesengroß wird. Vielleicht ist das schlecht, dass ich mich wie so eine Schlange verpuppe. Weißt du, oder so heute. Denke ich mir so, also ich habe schon, das Zaubern habe ich halt, ich bin jetzt 38, also das Zaubern mache, ich habe 30-jähriges Bühnenjubiläum sozusagen. Ich mache das schon echt ziemlich lang, aber die eigentliche Karriere habe ich hinter mir gelassen. Fernsehproduzent war ich 10 Jahre mit der eigenen Firma, 3 bis 5 Jahre noch mit wechselnden Firmen, wo ich gearbeitet habe. Trotzdem denke ich mir so, immer mal wieder denke ich mir das, vielleicht sollte ich mal bei irgendwas lange dabei bleiben. Da denke ich mir wieder, nee, das wäre nicht ich, weißt du, das wäre, ich würde bei irgendwas bleiben, was nicht mehr meiner Leidenschaft entspricht oder nicht mehr meinem Entwicklungsstand.
Weiß nicht, woher dieser Gedanke kommt. Ich glaube, dass der schon aus dem Elternhaus kommt oder so generell aus so einer Erziehung von, weißt du, wenn du Finanzbeamte bist, dann bist du das dein Leben lang. Du bist verbeamtet tatsächlich, ne? Wenn du aus so einem Militärhaushalt kommst, dann bist du halt irgendwie, du hast dich verpflichtet, beim Militär als Beruf sozusagen zu sein. Ja. Und vielleicht kommt das noch daher, aber das ist immer wieder so ein Gedanke, bei dem ich mich erwische, vielleicht sollte ich mal was ewig durchziehen. Dann denke ich mir, nee, der Erfolg, den ich jetzt erleben durfte, kommt durch die Weiterentwicklung und das Mitnehmen der Learnings aus der Karriere vorher zum nächsten. So, das sind meine self-limiting beliefs oder meine Zweifel, die mir auch immer wieder mal kommen. Weiß nicht, ob wo da die Unsicherheiten sind. Ich müsste da mal tiefer einsteigen, mich mal besser analysieren. Ja, aber ich denke auch sehr stark, das, was du eben gesagt hast, dieses Weiterführen, ne, dieses Übernehmen von der einen Karriere in das nächste, diese Learnings übernehmen, weil viele haben dieses Gefühl, ich starte wieder bei Null, wenn ich in einem anderen Bereich drin bin. Mhm. Aber das stimmt ja gar nicht, ne, weil man hat ja das Netzwerk, die Erfahrung, die Skills, das Selbstbewusstsein, aber teilweise ich denk, das Budget. Auch. Ich habe diesen Self-Limiting-Belief auch. Ich denke jedes Mal wieder, shit, Mann, ich bin ja, was bin ich eigentlich wert? Ich bin ja bei Null. Und das Lustige ist, dass meine Frau mich immer so anguckt und sagt, die guckt mich an und denkt sich so, kommst du eigentlich klar? die checkt das total, ne? Also die sagt mir so, Mann, also das, den Wert, den du aufgebaut hast, der ist mit gar nichts zu ersetzen, so, ne? Also ja. Das ist so, die Startrampe ist so brutal, dass du bist schon im Standgas sozusagen und hast schon so ein Turbo eingebaut, den du jederzeit zünden kannst. Trotzdem musst du es erstmal realisiert haben. Und auch das geht mir jedes Mal so. Bei jedem neuen Projekt sitze ich da und denke mir, puh, ob das was wird. Es wird immer Wer was. Wer hätte Arnold Schwarzenegger das gemacht, wäre jetzt noch Bodybuilder. Genau. Ich weiß, und die meisten Menschen würden ihn nicht kennen. Ja. Ganz, das ist ganz ja auch genau. Wieder dieses, ne, bei Null wieder immer wieder, aber eigentlich nicht wirklich bei Null, ne? Aber das ist ja so. Ich denke, weil es auch so selten ist und man diese Beispiele nicht kennt, wirkt es halt so fremd. Ne? Mhm. Aber ja, also ich kenne auch so Bruce Lee, also super viele Leute auch teilweise, die ich so als Vorbild hatte, wo ich gemerkt habe, die haben ja wirklich ein Ding nach dem anderen immer wieder aufgebaut, aber irgendwann sind die dann halt so, ne, in diesem Endteil ihrer Karriere, aber man sieht das nicht so oft. Und das ist immer genau. Ja. Die Leute sehen immer die Karriere, also die Entwicklung nicht und das ist auch die Fails auch nicht und wir hatten einige Fails. Sag mal, genau, die Fails. Ja, also der blödeste oder der größte, der auch echt fast am existenziellsten war, ist tatsächlich, dass wir sind, also das war in meiner Zeit als Fernsehproduzent. Ich habe das mit 26 gestartet. Wir haben ziemlich viel für den ProSiebenSat.1-Konzern gemacht. Die haben so viel bei uns bestellt. Es lief fantastisch. Wir sind von Rekordjahr zu Rekordjahr, boom, es ging immer weiter. Und es lief so gut, dass wir gesagt haben, wird schon laufen, was sollte mal nicht laufen? Und dann kam halt diese Wirtschaftskrise. 2008 ging es los, 2010 kamen sie nach Deutschland so richtig. Und dadurch, dass die Werbung im Fernsehen immer fast schon ein Jahr vorher verkauft ist, ist 2010 auch noch sehr glimpflich abgelaufen und 2011 hat die halt volle Möhre reingehauen. Also da war plötzlich so, ProSieben hat alle Shows gecancelt, die Werbebranche hat komplett die Spendings gekappt und wir hingen da und hatten nur einen Kunden und der hat nicht mehr bestellt. Mhm. Und wir hatten aber schon einen Apparat aufgebaut, wir waren schon eine große Firma, ne? Für unsere Verhältnisse. Und das war echt kritisch und wir hatten in dem Jahr vorher zum Glück gute Gewinne gemacht und auch Rücklagen und haben jetzt überlegt, entweder wir brauchen die jetzt auf und melden eine Insolvenz an, so, also dann ist vorbei, oder aber wir gehen jetzt all in und haben wirklich, wirklich, also wir hatten finanzielle Knappheit, wir hatten Ressourcenknappheit und wir haben überlegt, wenn wir jetzt, wir können jetzt aufgeben oder wir gehen halt all in und kratzen an jede Tür in 2 Monaten bei jedem Sender und haben das auch gemacht und haben echt Blut und Wasser geschwitzt und das ganze Team hat mitgezogen. Alle haben gewusst, okay, jetzt, also die hätten auch alle gehen können. Wir haben denen auch gesagt, Leute, könnte sein, dass das hier nicht mehr lange alles existiert. Also fair enough, wenn ihr geht, so verstehen wir, weil es geht um eure Familien, Karrieren etc. Aber wir müssen das jetzt entweder probieren, ganz oder gar nicht. Wer Bock hat, geht mit. Wer nicht, nicht. Es sind alle mitgegangen, by the way. Und wir haben wirklich reingehauen und haben, ich glaube, 5, 6 neue Kunden aufgerissen in 2 Monaten in der Krise. Das war echt brutal. Und dann hat es ganz gut funktioniert. Aber ich sag mal, das war eine Zeit lang, also diese Hinleitung auch, es war so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo wir dachten, das könnte existenziell ganz blöd werden. Also auch so mit privaten Folgen und Schulden und so, ganz uncool. Ja. Und da habe ich gelernt, dass ich mich nie wieder auf einen Kunden, einen Einkommensstrom, ein Projekt verlasse sozusagen. Weißt du, was ich meine? Hm. Das war echt ein Fail, das passiert mir nie wieder, weil das war auch so eine Wohlstandsgemütlichkeit. Es lief so gut, es kam immer rein. Es war einfach alles gut, so. Aber wir waren halt echt nicht vorbereitet auf eine stürmische Zeit. Und das ist was,
Das war echt so, wenn du mich unternehmerisch fragst, mein größtes Learning bisher. Was sich auch auf alles übertragen lässt. Also auf Einkommensströme, auf Projekte, auf Kunden, auf selbst bei Talenten. Also selbst wenn du so ein Supertalent gehired hast und das in deinem Team, der kann jederzeit gehen. Das ist so, weißt du, das ist so, das nützt dir halt nichts. Du musst halt auch gucken. Oder auch, das ist so, ich bin halt so gar keine Inselbegabung. Ich bin nicht so ein Nerd in einem Punkt. Ich kann jetzt nicht eine Sache unfassbar gut. Ich bin eher so der Multitasker beziehungsweise so Troubleshooter. Ne? Ich probiere von allem so viel zu wissen, dass ich weiß, dass ich mitreden kann und auch merke, wenn mich jemand probiert, hinters Licht zu führen, weil er vielleicht gar nicht so viel weiß. Ne? Oder so, ich will halt alles verstehen. Und darin bin ich ganz gut. Und auch da, ich verlasse mich nicht auf eine Begabung, jedenfalls bei mir nicht. Ich will halt von vielem irgendwie was wissen, spielt mir aber auch in die Hände, weil ich einfach irgendwie, ich bin ein neugieriger Mensch und ich probiere halt in viele Bereiche reinzudippen. Bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie sagt, ich bin in einem Ding so wahnsinnig tief drin und versiert. Mich interessieren viele Sachen. Also das ist so ein Ding, bau dein Haus auf verschiedenen Säulen oder auf mehreren Säulen, egal welcher Art dieses Haus auch ist. Ja, ich liebe dieses Akronym für Fail, ist ja First Attempt in Learning. Ne? Ja. Und dadurch lernt man ja so viel, aber wenn man ja die Fehler nicht haben will, will man eigentlich die Learnings nicht haben. Ja. Und ich meine, das lässt sich auch sehr stark übertragen auf Leute, die ihre Sicherheit, ne, in einem Bereich oder auch auf einen Job legen, sondern dann denken so, ja, das ist zumindest sicher. So Entrepreneurship ist ja riskant. Ende des Tages ist ja wieder dieses Ding, bis eine Krise kommt und du dann merkst, oh, es ist eigentlich, und das ist ja auch dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein, wo ich jetzt denke, wenn du jetzt wirklich nur in einem Bereich erfolgreich bist, das sieht man ja auch oft teilweise Leute, die eine Karriere haben, vor allem sehr, sehr, sehr oft Sportler, die jetzt zum Beispiel nur in einem Bereich sind und nicht dieses Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein in anderen Bereichen, haben die das Gefühl, was soll ich jetzt machen? Wer bin ich eigentlich jetzt noch? Aber wenn du eigentlich weißt, ich habe die Transition, ich habe das schon in 2, 3, 4 Mal was aufgebaut, dann hast du diesen Glaubenssatz, dieses bei Null wieder anfangen, ne, in Anführungsstrichen, habe ich schon so oft gemacht, das geht. So, ne? Und das ist ja etwas, was dir niemand nehmen kann, weil das ist ja dieses Vertrauen in dich selbst, was den meisten Leuten fehlt, vor allen Dingen, wenn sie das erste Mal etwas machen. So, ne? Und wie hat sich das übertragen bei dir, also dass du diese Experience in so vielen Gebieten hast? Was macht das mit dir jetzt? So, ne, und für die Zukunft vielleicht, dass du sagst, okay, für mich ist das jetzt so eine Art fast schon Abenteuer geworden und ich suche teilweise nochmal nach Sachen, die ich noch nicht kann. Ja, ich challenge mich die ganze Zeit. Ich habe lustigerweise mit meiner Frau drüber gesprochen, weiß nicht, vorletzte Woche, weil wir gesagt haben, soll unser Sohn Oscar, was soll denn der jetzt machen? Fußballer wird er sicher nicht, weil er keinen Bock auf Fußball hat, genau wie sein Papa. Ich spiele nicht, ich habe keine Ahnung von Fußball, ich bin auch für keinen Verein. Ich habe dann gemerkt, verdammt, ich war noch nie der Mannschaftsmensch. Ich bin kein Mannschaftssportler, weil mich hat der Vergleich mit anderen noch nie so gereizt, aber das Challengen von mir hat mich immer gereizt. Ich habe jahrelang Kampfsport gemacht, also Martial Arts, von Kung Fu über Krav Maga, alles, was man so macht. Fand aber nie, also ich habe da auch Vollkontakt mit allen Scheiß gemacht. So, ich fand das auch immer interessant, aber da ging es mir nicht darum, das zu machen, sondern es ging mir immer darum, mich selber zu challengen. Also wie weit kann ich trainieren? Wie tief kann ich reingehen? Und das Gleiche ist das auch. Ich bin jemand, ich brauche so... ich muss mich selber herausfordern. Ich muss gucken, wie weit kann ich mich pushen? Was kann ich nicht? Ich will wissen, wo sind meine Grenzen und wie weit kann ich die noch pushen? Aber nicht mal das Grenzen, ich will nicht mal so sehr meine Grenzen weiter pushen, sondern ich will wissen, weil ich stelle mich immer so vor wie so eine Kugel und ich will immer wissen, wo ist die Außenkante? Ich bin so innen drin und ich probiere immer so rauszugucken, so, ist das Weltall unendlich so? Also, weißt du, so, ich gucke so immer an allen Seiten, wo komme ich in so eine Glaswand ran? So, und dann im nächsten Schritt kann man überlegen, kann man diese Glaswand dehnen? Also kommt man noch weiter. Aber im ersten Schritt will ich mich doch einfach besser kennenlernen. Ich will wissen, was kann ich nicht. Und ich bin auch immer der Typ gewesen, auch so ausgelutscht, aber Stärken, Schwächen ignorieren. Aber auch das, ich habe nie an Schwächen gearbeitet, sondern habe echt geguckt, was kann ich gut und bin da hingegangen und wollte aber trotzdem wissen, wo meine Schwächen sind. Ich wollte mich wenigstens besser kennenlernen. Ich habe jetzt Anfang des Jahres ein Kinderbuch angefangen zu schreiben und zu vertonen, was ich meinem Sohn schon seit er 3 ist erzähle, jeden Abend zum Einschlafen, eine Geschichte über 2 Grashüpfer. Und ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Also ich weiß, wie man eine Geschichte erzählt, aber ich habe einfach mal losgelegt und habe das einfach mal aufgenommen und mal gucken, was draus wird. Aber das ist gerade mein neues Projekt, mit dem ich mich challenge. Kann ich ein Kinderbuch oder ein Kinderhörbuch in einen richtigen deutschen Handel bringen? Habe ich noch nie gemacht. Ich habe nicht mal Connections in dem Bereich. Wenn du da draußen gerade zufällig Kinderbuchverleger bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe keine Connections, gar nichts. Ich will einfach wissen, geht es? Es ist mein Leidenschaftsprojekt. Es ist was mich mit meinem Sohn verbindet. Ich habe damit, es muss jetzt auch kein Geld verdienen. Ich will einfach nur wissen, kriege ich das hin?
Also habe ich mir eine kleine Challenge gesetzt und das will ich jetzt rausfinden. Mach es einfach und mach es einfach. Ja, du, ich habe es einfach aufgenommen. Ich habe mich hingesetzt, ich habe ja gesagt, ich habe ein Mikrofon, ich podcaste. Ja. Dann ich rede es einfach rein, ich quatsche das einfach in mein Mikrofon. Und mein Sohn feiert das schon. Ich weiß nicht, ob das jemand anders auch gut findet, aber ich habe es einfach gemacht. Und ich weiß, ich bin kein Sprecher. Ich weiß, ich habe da keine perfekte Ausbildung. Ich weiß, ich habe kein perfektes Studio, aber das weiß ja keiner. Und das ist sehr interessant, weil du kannst ja erst rausfinden, ob du etwas kannst, wenn du es machst. Aber die meisten Leute wollen es rausfinden in ihrem eigenen Kopf so und recherchieren und überlegen. Und du hast es ja schon gepitcht vor einer Person. Mhm. So, ne? Erstens. Das heißt, genau. Du hast das Feedback gekriegt. Das reicht ja auch manchmal, wenn eine Person Feedback gibt. So, und das reicht ja aus, um den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, was du gesagt hast. Wirklich dieses Grenzen austesten und dadurch rausfinden, wer du bist. Ne? Die meisten Leute sagen, ich kann das nicht, weil ich bin das nicht. Und basieren sich eigentlich immer nur auf die Vergangenheit, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, bestimmt, was sie in der Zukunft können. Ja. So, und da würde mich sehr interessieren, wie du das auch siehst als Investor oder wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Du hast ja gesagt, es ist wichtig erstmal für dich der Mensch an sich, die Geschichte, die der Mensch erzählt, weil das sagt natürlich sehr viel über, wie der Mensch sich auch selbst sieht. Ne? Weil die Geschichte ist ja nicht nur, was passiert ist, sondern wenn du mir die Geschichte erzählst, sagt mir das sehr viel. Allein die Art, wie du über dein Leben redest, sagt ja sehr viel über dich und deine Einstellung. Mhm. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften, weil ich habe auch rausgehört, wenn du weißt, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, ist natürlich auch wichtig, dass man in einem Team arbeitet mit Leuten, die auch Stärken haben, die meine Schwächen sind. So. Aber ja. Worauf achtest du am meisten oder was würdest du sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften einmal so von Menschen, die erfolgreich sein wollen, weil Erfolg definiert jeder für sich selbst, aber nicht jeder muss Unternehmer sein, um erfolgreich zu sein. Du kannst natürlich Leute in deinem Team haben, die sehr, sehr gut und erfolgreich sind. Aber was würdest du sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften von erfolgreichen Menschen? So ganz langweilige preußische Tugenden. Fleiß. Fleiß ist so ganz öde. Keiner will es hören. Aber ich mag das ganz gerne so, dienen kommt vor verdienen. Also und das ist, ich finde, dienen hat was mit investieren zu tun. Ne? Also du investierst entweder Zeit, Geld, Demut, was auch immer, bevor du ein Earnout hast. Ne? Du musst halt einfach eine Furche in den Acker hauen und da musst du halt dann Samen reintun. Die meisten davon werden von Vögeln gefressen. Dann kommt die Sonne und verdorrt die und dann gibt es eine Wasserknappheit und halt nur ganz wenige von diesen Samen gehen später auf. Und das ist beim Business und beim Investing und beim Investieren in Menschen und Produkte und Projekte genau das Gleiche. Es geht um Wertesysteme. Und die Hauptauswahl, nach der ich jetzt Leute aussuche, mit denen ich zusammenarbeite oder auch investiere, ist das nur das Wertesystem. Also auch bei der Mitarbeitersuche, es war immer das Wertesystem. Es ist auch durchaus gut, immer Leute zu haben, die diametral entgegenstehen von Meinungen. Aber das hat nichts mit Wertesystemen zu tun, sondern nur von Meinungen. Und Meinungen, die dürfen sich komplett gegenüberstehen. Und die dürfen clashen und die dürfen fighten und die dürfen mich auch überstimmen und gewinnen. Aber der grundsätzliche Konsens in den Werten muss da sein, so mit meinen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie meine richtig sind oder man nur erfolgreich werden kann, wenn man mein Wertesystem hat, aber so Fleiß, Zuverlässigkeit, Beharrlichkeit, auch so ein bisschen Respektlosigkeit bei gleichzeitig höchstem Respekt. Hm. Also Respekt vor der Person, Respektlosigkeit vor dem System und vor der Herangehensweise. So disruptives Herangehen mag ich sehr gerne. Hm. Und nicht akzeptieren von Regeln. Außer sie sind juristisch in irgendwelchen Gesetzen niedergeschrieben. Das sollte man tun, das hilft. Aber das ist auch das, was du vorhin gesagt hast. Das Zaubern hat mir gelernt, dass Systeme echt nicht existieren. Die Realität existiert gar nicht. So ein bisschen Matrix-Style, ne? Ja. Mir hat mal ein guter Freund von mir, der ist Psychotherapeut, hat mir mal gesagt, es gibt den Hermes, das ist so der Götterbote sozusagen, aber auch der Gestaltwandler in der Archetypenlehre nach Jung, der halt die Welt machen kann, wie er möchte, weil er halt, der kann die Welt verändern. Alleine durch seine Gedanken sozusagen. Und das ist das, was du als Zauberer machst. Du lenkst die Aufmerksamkeit irgendwo hin, du machst es oder auch, was du als Chef machst. Du hast eine Vision, nimmst halt alle mit und plötzlich finden das alle irgendwie gut und rennen dir hinterher. Aber einer muss es ja machen. Einer muss die Welt halt irgendwie sich ausdenken. Und das finde ich, haben Unternehmer, das haben erfolgreiche Menschen, egal ob unternehmerisch oder sozial oder im Charity-Bereich, Leute, die Menschen mit sich mitziehen für ein Projekt, haben das. Die können die Welt so machen, wie sie wollen und können andere Leute diese Vision in den Kopf pflanzen und die im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern. Und dann hast du auch Bock, jemandem hinterherzulaufen. Ne? Also
Das ist das. Und das ist Respektlosigkeit gegenüber der Realität. Das meine ich mit Respektlosigkeit. Wow. Ja. Also ich liebe, was du gerade gesagt hast. Das ist also, ne, diese Realität manipulieren, indem man die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche bringt. Und das ist so interessant, weil du hast ja gerade das auch definiert als Pitch. Ne? Dass du es pitchst, dass du es präsentierst. So, und ein Verkauf, ne, dass du sagst zum Beispiel, du pitchst es anderen Leuten, sie mitzunehmen. Ja. Aber das Ding ist, dass die meisten Leute sich nicht bewusst sind, dass sie sich selber etwas pitchen müssen, um daran zu glauben. Und das ist ja auch, dass sie sich aber auch jeden Tag manchmal Mist pitchen, sich selber. Genau das. Weil das ist ja wieder dieses Ding, dieses der Pitch vor dir selbst ist ja dann auch, wie bei diesem Zauberer, wo du die Aufmerksamkeit drauf legst. Und du kannst dir ja verkaufen, dass du nicht gut bist, dass es schlecht ist, dass es gefährlich ist, dass es nichts bringt. So, und wenn du das hast... Dass du nicht gut genug bist, das ist der fieseste Pitch. Dass du nichts wert bist, dass du nicht gut genug bist. Ich meine, ich habe das doch auch. Jeder hat das, glaube ich. Ne? Also man muss nur überlegen, wie sehr kann man das irgendwann lernen zu steuern oder zu lenken oder zu kanalisieren, oder? Und das ist ja wieder diese Aufmerksamkeit. Ne? Dass du, und sehr oft haben die Leute ja, deswegen, du kommst ja gar nicht dazu, es anderen zu pitchen, weil du ja dir selber nicht mal vernünftig pitchen kannst und deswegen bleibt es ja bei dir stecken. Mhm. Und das ist halt so stark und ich denke wirklich, dass es diese Respektlosigkeit vor der Realität, Respektlosigkeit vor Grenzen, die eigentlich nicht existieren, aber weil wir ja daran glauben, so, ne, gibt's die. Und weil alle anderen dran glauben, das kommt ja auch noch dazu, denkt man, ja okay, ist ja normal. So, ne, man hat nicht genügend Vorbilder. Deswegen finde ich das auch sehr interessant. Inwiefern beeinflussen die Learnings, die du hast, die Erziehung, die du hast? Ne, weil du hast jetzt von dem Buch erzählt. Ist das etwas, was da auch mit einfließt? So, weil es ist ja natürlich wichtig, je früher wir anfangen mit diesen Realitätsvorstellungen, desto einfacher wird es für uns später, so nicht dran zu glauben, wenn man das Gegenteil dann irgendwo sieht. Hm. Ja, also du kannst dir vorstellen, die beiden Grashüpfer, namentlich Piepsi und Pupsi, sind beide 5 Jahre alt und agieren nicht unbedingt im Sinne ihrer Eltern, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Die haben halt nur Scheiße im Kopf. So, aber am Ende sind sie immer die Gewinner, natürlich auch über die Erwachsenen. Ne? Also von daher, ich will, dass Oscar respektvoll ist, ich will, dass Oscar auch ein Gentleman ist und ich will aber auch, dass er das nicht sein muss. Gestern war sein Kindergeburtstag, da waren irgendwie 17 Leute. Lustigerweise 11 Mädels und 6 Jungs, also deutlicher Damenüberschuss. Und ich fand das gut, er hat alle echt gut getreated. Er hat sie wirklich gut behandelt, aber er hat niemandem irgendwie gefallen wollen. Und das finde ich geil. Das finde ich eine große Stärke. Das ist auch was er von seiner Mutter hat. Er wird gemocht, aber er muss nicht gemocht werden, um sich gut zu fühlen. Das finde ich sehr geil. Dann habe ich ein Key-Learning mit ihm gehabt. Wir waren in Los Angeles und wir waren im Urlaub. Ich brauchte aber trotzdem, ich war dann eingeladen zu einer Zauberveranstaltung, zu den Oscars der Zauberei, durch Zufall, weil ein Freund mich da hingebracht hat und da darfst du halt nur, meine Frau im Ballkleid, ich im Anzug, hatten wir beides nicht dabei, für meine Frau ein Ballkleid gekauft, für mich einen Anzug machen lassen, abstecken lassen in so einem italienischen Laden, bla bla bla, musste irgendwas geändert werden. Und dabei hat er an mir so rumgemacht mit so, ne, mit Kreide und Nadeln, italienischer Schneider. Und dann sind ihm die auf den Boden gefallen und dann haben die sich da festgetreten und Oscar hat dann irgendwie angefangen, da war der vielleicht, ich weiß nicht, der war 5, vor 2 Jahren war das, hat angefangen, diese Nadeln aus dem Boden rauszuziehen und in so ein Nadelkissen reinzutun. So, und am Ende hat er es auf den Tisch gestellt und dieser Typ, dieser Schneider, ein älterer Herr, hat sich umgedreht, hat sich 1000-fach bedankt und hat ihm $5 gegeben und hat gesagt, danke für diese großartige Arbeit. Oscar hat kein Wort verstanden, weil er damals noch kein Englisch konnte, heute immer noch nicht gut, aber damals konnte er noch gar nichts. Und dann hat er mich gefragt, Papa, warum hat der Mann mir Geld gegeben? Und dann habe ich ihm gesagt, weil du ihm gerade ein Problem gelöst hast. Weil der Typ gesagt hat, wenn das Oscar jetzt nicht gemacht hätte, müsste er nach der Arbeit eine halbe Stunde länger bleiben und diese blöden Nadeln da rausziehen, weil die sich ja nicht im Boden festtreten dürfen. Und dann habe ich Oscar gesagt, du hast diesem Typen ein Problem gelöst und dafür hat er dir was gegeben, nämlich einen Geldschein so. Und den haben wir zu Hause eingerahmt, der hängt heute noch bei Oscar jetzt im Zimmer. Und Oscar hat dieses Prinzip gecheckt von, wenn du jemandem hilfst, wirst du immer ein Business haben. Also wirst du dir nie Gedanken machen müssen. Das sind jetzt Kleinigkeiten, aber weißt du, da merke ich, das ist das, ich glaube, ich hätte noch schneller mich entwickeln können, wenn ich sowas zum Beispiel als unternehmerisches Vorbild gehabt hätte. Wer weiß, ob mein Sohn jemals Unternehmer wird. Ich hatte auch eine fantastische Kindheit, von daher will ich mich gar nicht beschweren. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, der versteht das, der will das durchdenken, der will die Welt verstehen und sich selber kennenlernen. Und da sehe ich Parallelen und das ist was ich extrem fördern möchte.
Wenn das, also ich will, wir erlauben dem auch nahezu alles, auch so auf die Fresse zu fallen, auch jetzt mal ganz, auch vom Baum abzustürzen. Weißt du, weil wenn du halt immer dahinter stehst, ne, und immer sagst, Vorsicht oder so, weißt du, so mit fangbereiten Armen unterm Baum stehst, was sagst du deinem Sohn? Du sagst ihm doch, ich glaube nicht, dass du es kannst. Ich denke, du wirst gleich hier runterfallen und dir irgendwas brechen und ich vertraue dir nicht. So, und was sagt das zu ihm? Boah, wenn der nicht auf mich, also wenn der mir nicht vertraut, mein wichtigster Mensch in diesem Leben, ne, mit Mama zusammen, wenn der mir nicht vertraut, dann kann ich mir wahrscheinlich selber nicht vertrauen, weil der weiß es ja besser, der ist ja der Papa, ne? Der ist ja der Erwachsene. Und deswegen denke ich mir, soll er lieber dreimal runterfallen und sich den Arm auch gerne nochmal kaputt reißen. By the way, es ist noch nie was passiert. Er ist dadurch nämlich, glaube ich, auch viel besser im Einschätzen. Gestern hatten wir eine Situation, da war er auf einer Mauer, hat gesagt, Papa, kann ich hier runterspringen? Dann habe ich gesagt, Oskar, wie fühlt es sich denn an? Hast du ein bisschen Schiss, da runterzuspringen? Sagt er, ja, schon. Dann sage ich, dann sagt dein Körper dir was ganz Richtiges. Dann weiß er selber. Ich will nur, dass er selber lernt zu bewerten. Das ist das, was ich will, weißt du? Das, was du vorhin gesagt hast. Ich will, dass er auf seinen Bauch hört und nicht diesen Brainfuck bekommt und irgendwie erst irgendwie, weißt du, dieses von außen. Ich will, dass, wenn sein Bauch ihm sagt, das ist zu hoch, mach's nicht, dann mach's halt nicht. Wenn es trotzdem sau hoch ist und dein Kopf sagt, also dein Bauch sagt dir, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, ich mach das, dann spring. Wenn du auch danach bereit bist, die Konsequenzen zu tragen, ne? Könnte halt dann wehtun. Aber uns ist noch nichts passiert. Toi, toi, toi. Wir waren mit Oskar noch nie im Krankenhaus. Noch nichts. So. Langer Monolog über das Thema Erziehung, aber du siehst, dass es mich gerade sehr beschäftigt. Ja, und ich meine, das beeinflusst ja Menschen als Erwachsene so stark, weil es sind so perfekte Metaphern, weil es ist ja auch dieses einmal zu glauben, ja, dass man es nicht alleine hinkriegt, erstens. Und zweitens, die sehr große Angst vor diesem Fail, vor diesem Scheitern, wenn man ja das Gefühl hat, es wird fatal. Oh, ja. Wenn ich einmal dann so, ne, das darf niemals passieren. Dann merkst du, okay, es tut zwar weh oder es ist zwar peinlich oder was auch immer, aber okay, ich habe es überlebt, so, ne, und dann mache ich weiter. Und je früher und je öfter du das machst, desto mehr findest du raus, okay, das ist ja eigentlich überhaupt nicht so schlimm. Ne? Ja, und selbst wenn du gescheitert bist und selbst wenn es mal wehgetan hat, es wächst ja wieder zusammen. Merkt hast, okay, oh, da war ganz kurz die Verbindung weg. Genau, da waren wir gut raus. Okay, ich meinte, diese Parallele sehe ich dazu, zu diesem, ich will, aber ich muss nicht. Weil man sagt oft, ja, wer will, der kann. Aber die meisten Leute machen erst, wenn sie müssen. Und dann ist es unter Druck und unter Zwang, aber eigentlich wollen sie gar nicht. Und dann stehen so viele negative Emotionen in Bezug zu Arbeit, zu Geld verdienen, zu anderen Menschen. Das ist dieses Ding wieder, dass andere Menschen helfen. Leute haben dieses, ja, Leute machen so viel Geld, es geht nur um Geld, dafür bin ich ein guter Mensch. Und ich so, was bedeutet das eigentlich wirklich? Wenn du wirklich diese Parallelen wirklich verinnerlicht hast, dass du erst wirklich, dass die Welt so aufgebaut ist, dass du eigentlich nicht für dich erfolgreich werden kannst, wenn du nicht anderen Menschen hilfst, erfolgreich zu werden. So, die Welt ist so aufgebaut, dass du gar nicht alleine den Weg gehen kannst. Deswegen ist immer dieses Self-Made immer so ein Ding für mich, wo ich sage, okay, das geht ja gar nicht ohne andere Menschen. Aber dieses Wollen und Müssen. Und du warst ja, auch wo du dann gesagt hast, okay, du hast das erreicht, was du erreichen wolltest und dann so, okay, so du machst jetzt eine Pause, du überlegst, was mache ich jetzt und hast teilweise auch gesagt, so ich habe etwas angefangen, so aus Langeweile, aber so dieses einfach so, du kreierst etwas, nicht weil du musst, sondern weil du willst, das ist ja auch aus diesem Überfluss und da ist ja auch oft dieses, diese Angst vor dem Scheitern bei vielen Leuten, ja, immer so groß, weil die dann so, oh, das muss jetzt funktionieren, sondern wenn du in diesem verkrampft bist, dieses große Verlangen, dann kommt doch dieser große Widerstand. Ne? Ich sage es immer so, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, ich traue mich jetzt nicht, Frauen anzusprechen, sage ich, das stimmt nicht, du hast doch hier mit 5 Frauen geredet heute, aber wenn du eine Frau siehst und sagst, oh, unglaublich, das wird meine Tücke, dann, weil du das so groß machst, hast du auch eine Riesenangst vor dieser Ablehnung. So, ne? Aber wenn du das nicht hast, dann nicht. Aber was ist wirklich so für dich dieses, dass du nicht wirklich musst? Oder wie oft war das so bei dir, wenn du wieder bei Null angefangen hast? Was war das für ein Feeling? Ist das wirklich dieses, dass du jetzt da drin bist, dass du sagst, okay, ich mache etwas, weil ich das will und nicht das Gefühl, aber ich muss das jetzt? Nee, das hatte ich nie. Ich wollte immer. Also ich wollte zaubern. Ich wollte für Leute zaubern. Und dann habe ich Geld dafür bekommen. Boom. So, dann, ich wusste, was ich nicht wollte. Ich wollte jetzt nicht studieren, ich wollte keine Ausbildung machen, ich wollte nicht klassisch mich anstellen lassen. Ich wollte frei sein, also habe ich eine Zauberschule gegründet, weil ich wollte. Und dann immer, wenn ich das wollte und auch, bei mir gibt es dieses, also pass auf, dadurch, dass ich aus dem Hintergrund komme, wo jetzt nicht so viel Sicherheit ist, auch monetär nicht, gab es bei mir nie so eine Scheiterungsoption. Diese Zauberschule musste erfolgreich werden. Also ich wollte sie machen,
aber sie musste auch erfolgreich werden, weil es gab kein Fallback. Ich hatte dann einen Vertrag unterschrieben für Miete, Kaution und was auch immer. Hat mich komplett überfordert als Junge, da war ich 20 oder 21. Es gab gar nicht die Option, dass es nicht klappt. Bei der Fernsehproduktion auch. Ich wollte Fernsehproduzent werden mein ganzes Leben lang. Ich wurde an den Filmhochschulen zweimal in Folge bei allen Filmhochschulen abgelehnt und habe gesagt, dann mache ich es eben ohne euch. Mhm. Also muss es dann auch funktionieren. Und der Podcast, der war wirklich so, da musste gar nichts funktionieren. Deswegen liebe ich ihn, glaube ich, auch so. Der musste nicht funktionieren. Es war ein reines Lustprojekt. Ich hatte einfach Bock drauf. Und danach sind nur noch geile Sachen in mein Leben gekommen. Also der Podcast ist bei mir zum Beispiel so ein Ding, ich liebe den. Ich muss gar nichts. Und ich habe einen Kanal, über den ich komplett verfügen kann. Kein Auftraggeber, wie damals ein Sender beim Fernsehen, sagt mir, was ich zu tun oder zu lassen habe. Das Ding gehört mir. Und daraus entstehen nur die schönsten Sachen. Zwischenmenschlich, freundschaftlich, aber auch monetär und beruflich und businessmäßig. Das ist ein krasses Ding. Ich meine, es wird dir genauso gehen mit dem Podcast. Das ist einfach ein Magic Tool. Ja. Und das ist auch etwas, wo man nicht sagt, so, ich glaube nicht, dass ich das irgendwann stoppen werde. So, ne? Das ist einfach, das läuft einfach. Das ist so wie Teil deines Lebens, so wie für mich Sport oder was auch immer, so, ne? Beziehung mit Menschen ist. Und das ist ja wirklich diese Plattform, die man für sich selber auch kreiert, aber die man durch die Sachen, die man vorher gemacht hat, niemals vielleicht dazu gekommen wäre, das zu machen. So, ne? Aber in dem Zeitpunkt, wo man etwas gemacht hat, wusste man jetzt, vielleicht kommt die Zauberei wieder sehr stark in dein Leben an einem gewissen Punkt, wo man dann wieder sagt, man sagt immer so, luck is opportunity meeting preparation. So, ne? Und das ist dann wieder, du hast auch Glück gehabt, aber was hättest du in dem Moment gemacht? Du hättest diese Gelegenheit ja gar nicht ergreifen können, weil du ja gar nicht dich vorbereitet hast dafür. Ja. Und ich denke halt auch wieder diesen Instinkt zu haben, sich selber zu entdecken und in so vielen verschiedenen Bereichen für sich Sachen ausbauen und sich herausfordern und ein Team von 180 Leuten führen. Das sind ja alles Sachen, du nimmst das ja mit als Mensch. Wenn du jetzt irgendetwas aufbaust und du hast dann 50 Leute in deinem Team, das ist für dich dann so, okay, du bist ja schon fast von diesem Baum gefallen, als er viel höher war und jetzt bist du auf diesem kleinen Ast, was ist das schon? Aber jemand, der die ganze Zeit am Boden war und gesehen hat, wie andere Leute klettern, der sagt, ja, das ist aber gefährlich, hat man mir gesagt. So, ne? Und deswegen wirst du niemals diese Aussicht haben, die man von da oben haben kann, was dann deine Lebenserfahrung auf diesem Planeten so. Deswegen sage ich auch, die beste Altersvorsorge ist halt da so zwischen den Ohren. Ne? Also alles das, was du mitgenommen hast, das ist für mich so eine Sicherheit. Das sagt mir meine Frau auch immer. Meine Frau sagt mir, du kannst nie wieder bei Null sein. Weißt du, du startest schon irgendwie bei so einem 100-Meter-Sprint. Du kannst nie wieder von der Startlinie starten, weil du immer schon im Grunde ab Meter 75 rennst. Weißt du, was ich meine? So, hat sie recht. Und Fun Fact nochmal zum Thema, man muss nicht, ne? Ich bin ja nicht, also wir sind zurückgekommen aus L.A. und haben nicht nur den Podcast gestartet, sondern aus Spaß die Zauberschule München. Weil hier gibt es keine gescheite Zauberschule. Es gibt jetzt drei, Konkurrenten, was auch immer. Du, wir haben aus Spaß eine Zauberschule München gegründet, das Zauberatelier München. Ich habe irgendwie eine kleine Facebook-Kampagne für 300 Euro geschaltet und dann irgendwie haben wir durch Zufall so eine Mama-Zeitschrift auf uns zugekommen und haben ein Porträt gemacht. Und auch das, wir machen da nur zwei Kurse im Monat. Das ist unser Spaß-Business. Wir leisten uns das so, weil ich möchte, dass die Zauberei weitergeht, ne? Und auch so an nächste Generationen geht, weil mir es so viel gebracht hat. Aber das Ding ist ausgebucht. Wir sind jetzt schon, also jetzt haben wir gerade, was haben wir, Ende Januar? Wir sind bis Juni ausgebucht und wir brauchen keine 3 Tage, um einen Kurs auszubuchen. Wir drücken auf Newsletter. Und es geht raus. Und wir haben keine Werbekampagnen mehr gemacht. Wir haben nichts mehr gemacht. Und das ist das Ding. Das Ding muss nichts. Das Ding darf alles. Und die Leute lieben das. Weißt du, aber es liegt in meiner Historie. Es liegt in allem, was wir gelernt haben. Es liegt daran, dass wir es gerne machen, dass wir keinen Druck haben. Und dann, das ist immer so, wenn du keinen Druck hast, plötzlich so, meist dich das Schicksal mit Glück zu. Wow. Eine abschließende Frage zum Thema muss und will. Was hältst du von dem Thema Rente? Oder gibt es einen Punkt, wo du dann sagst, so, ja, dann ab jetzt mache ich nichts mehr? Oder was siehst du dich? Weil es ja, ne, so, das ist ja auch so ein Konzept bei vielen Leuten. Ich arbeite, weil ich Geld brauche bis dahin, dieses komplette Konstrukt. Aber was denkst du darüber? Und ganz besonders bei Unternehmern und Selbstständigen, Menschen, die halt, ne, vor allen Dingen mit Ideen und der Art und Weise zu denken, Werte für andere kreieren? Das ist eine geile Frage. Ich habe mir früher immer gesagt, mit 40 will ich durch sein. Jetzt werde ich im Mai 39, jetzt bin ich noch 38, aber das wird knapp. So, also bin ich auch noch leider nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, ich hatte halt jetzt den großen Luxus, dass ich 2018 ein Jahr lang durch die Welt gereist bin, in Los Angeles war, coole Sachen gemacht habe, jetzt nicht dringend für den Broterwerb arbeiten musste. Und es war zwar toll, aber es war auch wahnsinnig öde. Also ich habe natürlich nicht nichts gemacht, sondern ich habe halt trotzdem immer alles weitergemacht. Aber ich habe gemerkt, die Rente oder das nicht mehr arbeiten müssen, ist für mich ein Horror. Also wirklich, ist ein Horror. Zum einen bin ich zwar total
übersensibilisiert, also so sicherheitssensibilisiert und habe, glaube ich, die krassesten Überversicherungen, die man haben kann. Also ich bin überversichert bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Jeden Monat, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich dafür wegkomme. Das ist eine Seite von mir. Ich bin halt zwar so ein totaler Adventure-Seeker, wenn es ums Unternehmerische geht, aber ich bin so ein wahnsinnig biederer Sparer und Lebensversicherungskäufer, wenn es so um Versicherung geht. Ich bin da echt ein Opfer. Also deswegen darf nie meine Telefonnummer irgendwie publik werden. Auf alles. Ich kaufe an. Nee, aber da bin ich schon, also da bin ich schon auch, also ich sichere das ab. Also hier, ich sichere das hier auf der einen Seite ab, aber hier glaube ich eben, ich glaube, die Absicherung ist eben weiterzumachen. Jetzt mit MyBali Coffee, sowas, es gibt keine bessere Altersvorsorge als sowas, ein Unternehmen zu starten, was du mit shapen kannst, was du mit, ja, tatsächlich, du baust es bei null mit auf. Das ist so ein Kaffee-Business, weißt du, die Leute werden immer Kaffee trinken. Wer weiß, ob es die Firma immer gibt, who knows, wir sind gerade ganz am Anfang. Aber es geht jetzt durch die Decke und das ist halt, das ist Teil meiner Altersvorsorge. Das Learning, was ich aber auch daraus wieder ziehe, ist meine Altersvorsorge. Der Podcast ist meine Altersvorsorge. Der wird immer da sein, bis ich ihn halt irgendwie mal lösche, so, ne? Und ich glaube, ja, zu viel Sicherheit ist auch scheiße. Wenn du zu viel Sicherheit hast, dann bewegst du dich nicht mehr, dann wird's öde. Also, ich erkenne auch gar nicht diesen Gedanken, so, ich fiebere hin jetzt auf, was, 67? 67, dann habe ich es endlich hinter mir. Du, wenn es geil läuft, dann will ich doch mit 82 noch geile Projekte machen. Ich kann mir das vorstellen, wenn meine körperliche Gesundheit mir das zulässt, Mann, ich bete dafür, dass ich mit 82 noch geile Sachen machen kann. Mhm. Ja, sehr interessant, weil das hier so diese menschlichen Bedürfnisse, die man hat, und das ist eigentlich ein Gegenpol von Sicherheit ist Abenteuer, ne? Ja. Und das ist halt dieses Ding, so, ne, das ist, und dass man immer so switcht zwischen dem einen und dem anderen. Alright, da bin ich ganz kurz rausgeflogen aus der Leitung. Also, für jeden da draußen, der mehr über dich erfahren möchte, der von dir lernen möchte, noch weitere sehr interessante, lehrreiche Geschichten hören möchte, ich würde auf jeden Fall hier drunter deine Webseite verlinken und noch den Podcast. Und was würdest du sagen, für wen ist der Content, den du machst? So, was sind so die wichtigsten Key Takeaways? Du bist ja auch ne, Investor, Mentor. Was sind so die Hauptpunkte, wo du sagen würdest, so, wenn jemand in den Punkten weiterkommen will, dann ist er bei dir genau richtig. Ja, also mein Podcast, also Hashtag Happylist, hat ja so die Punchline, der Podcast, der dir zeigt, wie du alle Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, sowohl beruflich als auch privat. Das ist die Punchline und darum geht's. Also ich denke nicht so von rückwärts, so vom Tod, was will ich vor meinem Tod noch erleben, sondern egal, wo du jetzt stehst, ob du 14 bist oder 36 oder 52, worauf hast du denn jetzt noch Bock und wie kriegst du das hin? Und ich habe einfach Leute, die gerade strugglen. Ich habe Leute, die gerade Fantastisches geschafft haben. Ich kenne Leute, die gerade dabei sind, was Tolles zu schaffen oder eben auch toll auf die Fresse gefallen sind und die erzählen darüber. Und mittwochs mache ich einen kurzen Input, was ich aktuell in der Woche gelernt habe oder was mich gerade bewegt hat oder was ich bei Kunden gelernt habe oder aus unserem Aufbau von vom Kaffee, von was ich bei der Zauberschule gelernt habe. Alles so ein bisschen, auch da wieder, Geschichten erzählen, um Leute anzustupsen und ein bisschen zu inspirieren. Sehr, sehr cool. Dann vielen, vielen, vielen lieben Dank, Uwe, für das Gespräch heute. Das war sehr, sehr, sehr interessant für mich. Und die Punchline, die ich mitgenommen habe heute, ist respektlos sein vor der Realität und einfach nach draußen gehen, einfach machen und die Realität sozusagen kreieren. Und wie ein Zauberer sieht es für andere so aus, als hätte man es aus dem Nichts geschaffen, aber wir wissen ja alle, dass hinter den Kulissen noch sehr viel abgeht und da können Leute nochmal sehr viel bei dir rausfinden. Vielen, vielen lieben Dank und Dankeschön. Für jeden da draußen, ihr wisst Bescheid, Wissen es nicht macht, nur Machen es macht. Also, mach es einfach, mach es.